So, schönen guten Tag. Mein Name ist Oliver Meves von der Firma Datacolor. Wir steigen hier heute ein in das zweite Webinar aus unserem Webinar-Wochenende Lichtblick 2017. Dieses folgende Webinar wird sein mit dem Sascha Hüttenhain, der ebenfalls schon online ist. Hallo Sascha. Hallo Oliver, grüß dich. Ja, grüß dich auch. Lange Zeit haben wir uns nicht gesehen. Wir sind beide aus der gleichen Ecke aus Deutschland. Sascha hat allerdings nicht das Glück, aus Wittgenstein zu sein. Der ist nämlich aus Siegen. Das ist immer so ein Ich bisschen sage so. jetzt nicht Er hält sich also bedeckt. Das ist so ein kleines bisschen so wie diese Rivalität so zwischen den Düsseldorfern und den Kölnern. Irgendwie aber alles auch mit dem Augenzwinkern natürlich. Wenn man aber ehrlich ist, also Siegen ist die weitaus die weitaus größere Stadt in Deutschland im Vergleich zu dieser kleinen Stadt, die kein Mensch kennt, wo ich her bin. Also von daher sei mir dieser kleine Seitenhieb gegönnt. Wir erfahren heute ein kleines bisschen was über das Sigma 1224. Ich freue mich drauf. Bevor uns der Sascha aber da seine Arbeiten zeigt und eben über die Arbeit mit dem Sigma spricht, hätte ich noch etwas zu zeigen. Und zwar, ja, so dieser Ablauf des heutigen Tages. Wir haben ja vorhin schon gestartet. Boris zusammen mit mir den Technik-Brunch, wo wir über die ja, Kalibrierung der Kameras gesprochen haben. Jetzt also gerade folgend das Webinar mit dem Sascha. Um 14:30 Uhr bis um 16 Uhr haben wir noch ein Webinar mit dem Jochen Kohl. Lichtführung mit Blitz, einfach und verständlich. Und dann nach ein kleines bisschen Pause, Kaffee und Kuchen, werden wir dann um 18:30 Uhr mit der Maike Jaseth. Das Webinar wird dann der Boris machen. Farbsicherer Fotoworkflow und der eigene Bildstil in Lightroom Photoshop. Zusammen mit Bridge wird das dann die Maike zeigen. Zu diesen Webinaren, die nachher noch folgen, kann man sich immer noch anmelden. Das ist der Link, den man hier unten links sieht. Ich hoffe, meine Maus sieht man. HTTP und dann diese, ja, Doppelpunkt slash slash und dann dieses bit.ly Lichtblick 2017. Das ist der Link, wo man sich zu diesen gleich folgenden Webinaren ebenfalls noch anmelden kann. Ich möchte erwähnen, dass wenn das Webinar gestartet ist, dann kann man sich nicht mehr anmelden. Also bitte das vorher machen. Aber das Webinar jetzt hier mit dem Sascha dauert ungefähr eine Stunde. Würde also jetzt mal ganz grob sagen, bis kurz nach eins. Dann machen wir noch wieder eine Frage-Antwort-Runde. Ich werde eine Option einblenden, wo jeder eine Frage oder auch mehrere Fragen stellen kann. Die wird der Sascha und ich lesen, laut und deutlich, also sprich für jeden hörbar. Und dann werden wir auch Rede und Antwort stehen. Dumme Fragen gibt's nicht, bitte nicht zurückhalten. Einfach das fragen, was man fragen möchte, ist gar kein Ding. Nochmal, Name wird nicht erwähnt. Ja, Sascha, dann würde ich jetzt sagen, ich übergebe mal den Präsenter an dich. Da muss ich hier immer etwas klicken und der Sascha muss es dann freigeben und dann sehen wir schon seinen Monitor und dann bin ich sehr gespannt, was du uns so heute zu zeigen hast. Ja, Oliver, vielen Dank erstmal für die netten Worte. Und natürlich auch Hallo an die lieben Teilnehmer des Webinars, die sich hier zur besten Mittagszeit eingefunden haben. Der Oliver hat ja schon mal ein bisschen angekündigt, was wir heute vorhaben. Wir möchten etwas zeigen zum Thema Architekturfotografie bzw. Einsatz des Sigma 1224 vor Ort. Und ja, dazu habe ich natürlich auch ein paar Bilder vorbereitet und mitgebracht, die ich zeige und durchsprechen möchte mit euch. Grundlegend möchte ich sagen, dieses Projekt, was ich da in Lüttich gemacht habe, ist eine Station in einem Kunstprojekt, was ich seit einigen Jahren verfolge. Ich gehe davon aus, die meisten kennen mich wahrscheinlich nur als People-Fotograf, der in der Werbung und Mode unterwegs ist. Aber dieses Projekt, was ich da in Lüttich auch gemacht habe, das zählt zu dem Projekt, was ich seit einigen Jahren verfolge, das unter anderem zum Beispiel auch in Paris durchgeführt wurde. Ich habe da verschiedene Stationen, die ich europaweit angegangen habe bisher. Da zählt zum Beispiel Paris zu, wie man natürlich hier ganz gut am Eiffelturm erkennt. Ich war aber auch unter anderem in Venedig, in die Rialto-Brücke, die ich fotografiert habe. Und Lüttich ist eine Station in diesem Projekt.
Mir geht es speziell darum, dass die Aufnahmen sehr zeitlos, sehr clean und sehr einfach gehalten werden. Und die Location in Lüttich hat dazu auch beigetragen, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne diese Station mit aufgreifen, weil diese Location, ich zeige mal gerade ein paar ja, einfache Fotos vom Bahnhof, die Architektur, die ist sehr clean, sehr einfach gehalten. Sie ist sehr strukturiert, in meinen Augen auch zeitlos und passt dadurch sehr gut in das Projekt, was ich da weitergeführt habe. Das Tolle, fand ich persönlich an Lüttich, ist, dass man sehr gut, speziell aus meiner Region, aus Siegen, dorthin fahren konnte. Das heißt, ich bin mit der Bahn nach Lüttich gefahren. Sprich, bin über Köln angereist und bin da umgestiegen nach Lüttich. In gut 2 Stunden war ich da. So. Das heißt, die Anreise ist sehr gut, mit dem Auto aber auch ganz gut. Das heißt, es gibt gute Parkmöglichkeiten, wie man hier sieht. Es gibt hier auch noch ein Parkhaus, wo man das Auto hinstellen kann, was ja auch für so eine Tour on Location wichtig ist, dass man nicht irgendwo in der Pampa unterwegs ist, wie man es vielleicht aus Island oder aus abgelegenen Regionen kennt, sondern man ist sehr gut von der Anbindung her, beziehungsweise steigt dann direkt da aus, wo man fotografieren möchte, das heißt am Lütticher Bahnhof. Ich zeige mal gerade noch ein, zwei Fotos, wie es da so aussieht. Also in meinen Augen sehr gut zu erreichen, aber auch sehr gut insgesamt zum Fotografieren, weil es war überhaupt kein Problem, dort aufzuschlagen, beziehungsweise dort eine Genehmigung zu bekommen, um da zu arbeiten. Ist ja gerade speziell an einem Bahnhof heutzutage nicht mehr ganz so einfach zu sagen, ich möchte hier Fotos machen und halte mich dann den ganzen Tag auf und renne mit meinem Stativ und Equipment durch die Gegend und ja, fotografiere die Gegebenheiten. Also von daher Lüttich für mich persönlich ein schöner Hotspot zum Fotografieren, von der Lage gut. Aber man kann natürlich auch zwischendrin mal sagen, ich halte mal an oder trinke mal einen Kaffee innerhalb des Bahnhofes. Es ist eine sehr gute Gastronomie. Die Leute sind sehr freundlich. Bin also ja, sehr positiv überrascht, wie es da insgesamt abgelaufen ist. Und das sind so ein paar Fotos, die ich jetzt hier zeige von Lüttich, wie es da aussieht, beziehungsweise wie die Gegebenheiten sind. Und würde dann gleich einfach ein bisschen was noch zu zeigen und sagen wollen, wie ich da natürlich auch gearbeitet habe. So, Oliver, fotografierst du auch Architektur oder ist das für dich ganz außen vor? Absolut außen vor, ja, überhaupt nicht. Ja, ich glaube, du solltest es mal probieren, weil im Gegensatz zur People-Fotografie ist das so ein Projekt, was ich eben schon mal angesprochen habe, doch recht entspannt und ich finde die Fotos, die man da erschaffen kann, ja, also ich finde die Wirkung einfach sehr stark und ich glaube, wenn man so einen gewissen Bezug auch zu, ja, zu People-Fotografie hat, da auch seinen Stil hat mit einem vielleicht einem gewissen Minimalismus, man kann es sehr gut, finde ich persönlich, in der Architektur auch aufgreifen. Klar, es ist natürlich wichtig, dass ich eine Architektur habe, die auch dafür funktioniert, aber hier zum Beispiel in Frankfurt, ich finde, da kann man auch sehr gut fotografieren und man findet auch Gebäude, die in diese Richtung zielen, wo ich hin wollte. Also vielleicht jemand, der nicht unbedingt aus der Architekturfotografie kommt, sollte vielleicht einfach mal versuchen, in diesem Bereich auch mal ja ein paar Versuche zu machen, weil es ist eine ganz andere Fotografie wie beim People, aber trotzdem, ich finde, sehr sehr lustig und sehr spaßig und sehr ergiebig. Ja, das sind wie gesagt die Fotos, die ich angesprochen habe aus dem Projekt. Jetzt wollen wir mal rübergehen zu unserem Projekt, was wir in Lüttich gemacht haben. Da geht es natürlich los. Auf der einen Seite das Equipment, was wir benötigen für die Architekturfotografie. Unter anderem war natürlich in meinem Gepäck das angesprochene Sigma 1224 Objektiv. Dieses Objektiv durfte ich auf der Fotokina erstmals ja, in den Händen halten, beziehungsweise in einem kleinen Einsatz auf der Bühne bei Sigma ausprobieren. Es war zwar ein People-Shooting, also nicht unbedingt eine Brennweite 12, 24 mm, was optimal ist für ein People-Shooting, aber ich habe trotzdem damit auf der Bühne gearbeitet und habe damals schon ja gestaunt. Also speziell 12 mm bei einem Weitwinkel finde ich schon sehr enorm. Ich habe sonst eigentlich immer so im Brennweitenbereich 16, 17 mm angefangen, was die Brennweite angeht. Und jetzt hatte ich die Option mit dem 12, 24, also eine ganze Ecke mehr noch drauf zu bekommen. Also es ist vor allen Dingen sehr interessant, wenn man wie ich es bei einem Landschaftsprojekt mache, im Quadrat fotografiert. Da braucht man lieber ein bisschen mehr Weitwinkel als zu wenig, weil man die Ränder oftmals noch abschneidet, um das Quadrat hinzubekommen. Deswegen 12 mm kamen mir da sehr gelegen.
Insgesamt muss ich sagen, 12 mm ist wirklich so kurz, dass ihr aufpassen müsst, dass ihr nicht die eigenen Füße mit drauf habt. Also man sollte schon im Sucher gucken, wie viel wirklich dann mit drauf ist, weil 12 mm war für mich ungewohnt kurz, aber sehr interessant. Ich zeige einfach gerade mal, was ich mitgenommen habe nach Lüttich, also natürlich das 1224, was wir angesprochen haben. Dann meine Kamera, die Canon 1DX Mark II war mit im Gepäck. Dann ganz wichtig auch zu empfehlen, wie ich finde, für Architektur, Landschaftsfotografie ist das Stativ. Also ich arbeite da komplett nur vom Stativ, weil es einfach vom Bildaufbau und insgesamt von der, ja, von der Bildkreation viel einfacher ist, vom Stativ zu arbeiten. Ihr könnt die Linien besser beurteilen, der Bildaufbau bleibt erhalten, wenn ihr die Kamera mal aus der Hand legt. Also meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, ein Stativ mitzunehmen, beziehungsweise arbeite ich dann auch mit dem Kabelauslöser. Wir werden gleich noch ein paar Fotos sehen, die ich speziell nochmal ansprechen möchte, weil sie ja einen besonderen Look haben. Durch eine Langzeitbelichtung beispielsweise. Also da habe ich dann den Kabelauslöser eingesetzt. Das wäre auch meine Empfehlung. Arbeitet damit, weil speziell, wenn ihr auch längere Belichtungen einstellt, ist es immer ratsam, wenn die Zeit länger wird, mit einer Spiegelvorauslösung auch zu arbeiten, mit dem Kabelauslöser, um die Erschütterungen irgendwo auch zu minimieren bzw. ganz wegzunehmen. Das sind so die drei oder die vier Bausteine, also sprich Stativ, die Kamera natürlich und das angesprochene Objektiv mit dem Kabelauslöser. Mit dem Stativ, das kriegst du so gut aufgebaut, dass du hast ja eben erwähnt, da muss man aufpassen, wenn man die eigenen Füße nicht drin hat. Jetzt mit dem Kabelauslöser kannst du natürlich mit Schuhgröße 47 weit genug nach hinten gehen. Aber wie sieht's mit dem Stativ aus? Kommt das dann recht schnell auch mit ins Bild oder? Nö. Doch. Also Könnte mir so Stativ kann ich vorstellen. ja, also es geht eigentlich, das kann ich mir ja so entsprechend drehen mit den Beinen, dass die Beine nicht unbedingt nach vorne ins Bild reinragen. Also das ging. Auf der anderen Seite natürlich auch noch die Option, wenn ich denn möchte oder wenn ich es denn kann, mit dem Objektiv zu zoomen. Das heißt, das 12-24 ist keine Festbrennweite, sondern gibt mir natürlich auch eine gewisse, ja, einen gewissen Spielraum als Fotograf über eine gewisse Entfernung, das einzustellen, was ich mir vorstelle, also 12 bis 24 Millimeter. Also in dem Bereich hält sich es auf, beziehungsweise dadurch konnte ich natürlich auch dann den Zoom-Bereich so einstellen, dass man nichts sieht, Fuß oder sei es ein Stativteil oder sonst irgendwas. Also das war ganz gut. Beziehungsweise möchte auch dazu sagen, die Zoom-Objektive oder das Zoom-Objektiv, was wir jetzt hier am Start haben, ist erstaunlich gut im Vergleich zu einer Festbrennweite. Also es ist ja oftmals so, Oliver, wahrscheinlich weißt du es selber, dass man sehr oft mit Festbrennweiten lieber arbeitet als mit Zooms, weil ja die Schärfe ist irgendwie besser und das Kontrast und also oftmals kommen Festbrennweiten besser weg als Zooms. Aber ich muss sagen, speziell das 1224 von Sigma, also richtig gut und extrem nah an einer Festbrennweite, würde ich behaupten. Okay. Also von daher nochmal da mehr Flexibilität mit der Brennweite in Verbindung ja, mit einem Objektiv, was eine außergewöhnliche Brennweite mit 12 mm zeigt. Das Objektiv startet bei Blende 4, also eigentlich schon recht lichtstark für diesen Brennweitenbereich, aber ich muss sagen, auch speziell bei Offenblende schon extrem gut zu gebrauchen. Unterm Strich würde ich sagen, mit einer gewissen Abblendung wird es besser, wobei bei Offenblende auch schon sehr gut. Optimaler Blendenbereich ist meine Erfahrung grobe Richtung 8 bis 11. Da würde ich sagen, ist die maximale Schärfe, wobei wir da wirklich von einer extremen Schärfe sprechen. Ich habe wie gesagt, Bilder auch dabei. Wir werden gleich mal reinzoomen und mal gucken, wie die Schärfe rüberkommt da. Aber 8 bis 11 wäre so der optimale ja, Arbeitsbereich für dieses Objektiv. Und das ist ja auch so der Bereich, in dem man oftmals in Architektur oder Landschaftsfotografie die Blende auch einstellt, um eine große Schärfentiefe hinzubekommen. Vielleicht noch was zum Objektiv. Man sieht auf diesem Foto eigentlich ganz gut die extrem stark gewölbte Frontlinse. Es sieht fast aus wie so ein Fischauge. Das war auch mein erster Eindruck, wo ich das Objektiv das erste Mal bekommen oder in der Hand gehabt habe. Habe ich mich gefragt, ist es ein Zoom-Fischei? Das Objektiv ist kein Fischei, es ist eine normale Optik, sage ich mal, vom Bildeindruck, aber es hat diese stark gewölbte Linse. Infolgedessen kann ich natürlich auf diese Linse, man sieht es auch hier, keinen Filter aufschrauben in dem Sinne, sondern muss mit Filterhaltern arbeiten, die dann hier oben auf die Sonnenblende aufgebracht werden.
Das zur Information, falls jemand sich das Objektiv kaufen möchte und dann sagt, ja, ist auch kein Filtergewinde dran. Nein, da gibt es keins. Ihr müsst dann mit Filterhaltern arbeiten. Das habe ich auch gemacht, aber in dem Falle fehlt dann dieser Rand komplett, um den Filter aufzuschrauben. Ja, dann schauen wir doch einfach mal, was wir gemacht haben in Lüttich. Ja, wie eben schon mal angesprochen, ist der Bahnhof in Lüttich sehr minimalistisch, sehr clean gehalten. Das ist so das erste Foto, glaube ich, was ich damals geschossen habe am Bahnhof, nachdem ich da erstmal einen Kaffee getrunken habe. Hier unten rechts ist nämlich eine kleine Bar. Und als ich da rausgekommen bin, habe ich dann diese Treppen gesehen, die hoch zum Parkhaus führen die. Hier oben links geht es zum Parkhaus rein. Aber ich fand es sehr interessant, allein diese Strukturen und Kontraste, dieses, ja, wie soll ich sagen, dieses minimalistische, dieses extrem hell gehaltene, also das ganze Gebäude ist komplett aus Stahl, weißer Beton und Glas gebaut. Hat mich sehr beeindruckt. Die Treppe in der Mitte, die dunkel gehalten wurde, fand ich einen schönen Kontrast, um einfach so die, ja, den Blick so in die Bildmitte zu lenken. Und das war so das erste Foto, wo ich direkt gedacht und gewusst habe, die Fahrt hierhin hat sich für mich persönlich ja, gelohnt. Dieser Bahnhof wurde übrigens im Jahre 2009 gebaut Aha. oder aufgestellt, also noch nicht so alt. Wobei man schon sagen muss, man sieht schon, also der Bahnhof, wie ihr seht, ist komplett in Weiß gehalten. Man sieht aber schon, das Ding ist fast 10 Jahre alt, dass Staub und Ruß oder wie auch immer, ja, liegen schon auf dem weißen Beton drauf. Also ich bin mal gespannt, wie dieser Bahnhof in 10 oder 20 Jahren aussieht. Klar, er wird vielleicht mal sauber gemacht werden, aber es ist ein Riesenaufwand, so ein Teil sauber zu halten. Und gerade das Weiß lebt natürlich auch davon, dass es weiß und nicht mehr grau ist. Also in dem Stadium, wie er sich jetzt befindet, sieht er sehr, sehr gut aus, wie ich finde. So, das war, wie gesagt, das erste Foto, was ich geschossen habe. Hier auch nochmal ein Foto dieser, ja, Dach, oder ne, ist kein Dach, das ist die Decke der zweiten Etage, die man hier sieht, die ich sehr interessant finde, diese Wiederholung der Elemente. Beziehungsweise obendrauf das Glas, was man im Ansatz sieht hier, gibt einfach insgesamt einen schönen Look oder insgesamt diese Cleanheit, diese Schlichtheit, die ich auch in meinen Fotos wiederfinden möchte. Und ja, ihr seht, dieses Foto ist auch im Quadrat geschossen. Ich habe natürlich auch einige Fotos dabei, die nicht im Quadrat fotografiert wurden, damit man die ganze Spannweite der Optik einfach mal sieht. Das heißt zum Beispiel, dieses Foto hier ist mit 12 mm fotografiert worden, also das Maximale, was das Objektiv kann, und das finde ich wirklich schon, ja, eine interessante Brennweite, weil ich habe halt vorher mit 16, 17 mm immer fotografiert, und 12 mm gibt noch eine ganz andere, ja, Sicht auf Dinge. Es ist irgendwo so ein bisschen ungewohnt. Am Anfang denkt man, ja, 12 mm, oder habe ich gedacht, 12 mm, ja, ist eigentlich sehr, sehr kurz, das braucht man nicht unbedingt, aber ich finde, es macht so ein bisschen süchtig. Ich habe also sehr, sehr viele Aufnahmen gemacht mit 12 mm, weil es einfach, ja, nochmal einen anderen Look bringt. Was mir momentan auffällt von den Bildern, die du uns gezeigt hast, dass du eigentlich meistens den Fluchtpunkt in die Mitte gelegt hast. Ist das etwas, was du in der Architekturfotografie dann sehr gerne machst, oder arbeitest du da auch schon mal so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal asymmetrisch? Ja, das ist eine gute Frage, Oliver. Ich würde sagen, es hat sich vielleicht so ein bisschen zu meinem Stil so entwickelt. Also gerade speziell, wenn ich im Quadrat fotografiere, oder das wurde ein ganz gutes Beispiel dafür, im Quadrat fotografiere, finde ich persönlich, kommt es zentriert besser rüber, als zu außermittig zu positionieren. Weil das Auge beim Quadrat oder insgesamt Quadrat, die Seiten sind gleich lang, und das Auge läuft in die Mitte zum Bildende hin. Und ich würde behaupten, für meinen Stil würde es nicht so funktionieren, wenn ich zum Beispiel diesen Fluchtpunkt, dieses Ende des Korridors nach links, nach rechts, nach oben oder unten gesetzt hätte. Also in dem Falle wirklich genau die Mitte genommen, um da das Auge und den Fluchtpunkt absolut in die Mitte zu setzen. Also das ist so ein bisschen eine Stilfrage und vielleicht auch Geschmackssache. Ich möchte noch mal kurz dieses Foto aufgreifen, was wir eben angesprochen haben. Das Objektiv, was wir am Start haben, 12-24, oder speziell bei Weitwinkelobjektiv, ist es ja oftmals so, dass ja, die Mitte immer ganz gut scharf aussieht und
ja, alles ganz, ganz locker flockig gut aussieht, aber die Ränder oftmals das Problem sind. Das heißt, bloß nicht mal gucken, wie ja, so ein Rand aussieht, wie es sich da verhält. Ich würde ganz gerne einfach mal in dieses Bild reinzoomen und zeigen, wie scharf immer noch die Ränder sind bei diesem Foto. Hier sieht man ganz gut an der Schrift hier. Ja, gut, es ist nicht ganz der Außenrand, aber hier speziell das B von der Belgischen Bahn, die ja da das Logo angebracht hat, da sieht man wirklich sehr gut, auch hier, wie scharf immer noch die Ecken dieses Objektives von der Qualität her funktionieren. Und ich finde das bemerkenswert, weil die Objektive, die ich früher genutzt habe, die hatten wirklich an den Rändern das Problem. Sieht man auch ganz gut, die Strukturen sind gut erhalten. Da gibt es keine weichen Ecken oder wie auch immer, sondern das ist wirklich bis zum Rande scharf und das finde ich bemerkenswert. Speziell auch das Verhalten der Verzeichnung und der Vignettierung des 1224 hat mich also, ja, also ich muss schon wirklich sagen, beeindruckt, weil das sind oftmals so Punkte gewesen, die ich dann hinterher später in Photoshop korrigiert habe, die Ecken aufgehellt zum Beispiel oder ja, die Ecken nochmal anders nachgeschärft, aber bei dem Objektiv speziell muss ich sagen, ja, entfällt das quasi. Also die Ränder, die Ecken, die sind einfach ja, gestochen scharf. Man sieht hier die Strukturen da zwischen dem Bereich gibt es eigentlich so gut wie keine Schärfeverlagerung. Also es ist genauso scharf eigentlich wie in der Mitte. Und das finde ich schon sehr interessant. Das heißt, auch bezüglich Verzeichnung hast du an diesem Bild nichts korrigiert? Also das Bild ist in dem Sinne nur korrigiert, indem ich die Tonwerte Kontraste nach meinen Vorgaben eingestellt habe. Ich habe das Bild vielleicht noch ein bisschen ausgerichtet, links, rechts, wie es halt so ist vom Ja, Stativ. ja. Klar arbeitet man optimalerweise in der Achse, aber ein bisschen Bilddrehung hat das Bild schon bekommen, das muss ich dazu sagen. Aber es ist nicht so korrigiert, dass ich jetzt da absolut ja, alles ausgerichtet habe, wobei es auch immer darauf ankommt, wie arbeitet der Fotograf vor Ort. Das beste Objektiv bringt nichts. Angenommen, ich hätte mich auf den Boden gelegt und hätte etwas nach oben fotografiert. Das sind natürlich dann stürzende Linien und so weiter. Da wäre das 1224 auch das falsche Objektiv. Da bräuchte man dann ein Tilt-Shift-Objektiv für. Aber was der Fotograf quasi vor Ort vielleicht falsch macht oder an Fehlern einbringt, kann natürlich das beste Objektiv nicht mehr gerade bügeln. Aber um jetzt hier nochmal das Bild nochmal zu besprechen, die Grundlage, die das Objektiv einfach liefert, ist einfach eine sehr, sehr gute. Und ich finde, eine gute Grundlage ist einfach eine gute Basis für die Weiterverarbeitung für ein gutes Foto. Ich denke, das weißt du genauso, Oliver, wenn man ein Shooting gemacht hat und hat so Lala-Fotos erschaffen, hinterher alles im Photoshop wieder ja, toll machen mit Effekten oder mit irgendwas, was da eigentlich gar nicht war. Also es ist nicht meine Art der Fotografie. Klar, jeder hat so seinen Stil, aber ich persönlich würde lieber sagen, komm, nimm dir die Zeit und überlege vor Ort on Location, was du machen kannst, damit das Bild gut und einwandfrei wird, als hinterher in Photoshop da die Regler zu drehen. Absolut. Das wollte ich hören. Dann gibt es natürlich noch andere Ecken, ganz andere Ecken innerhalb dieses Bahnhofs. Ihr seht natürlich auch wieder einen sehr, sehr heller Look. Das heißt, die Dachkonstruktion, die mich persönlich beeindruckt hat, habe ich wieder mit ins Bild genommen. Das ist oberhalb der Gleise. Das heißt, hier unten drunter, eine Etage tiefer, gibt es die Bahnsteige, wo die Züge ein- und ausfahren. Und hier oberhalb, das ist quasi so ein, ja, so ein Warteraum, sagen wir mal dazu, wo dann hier oben die Tafeln stehen mit den Abfahrtszeiten der Züge und hier dann, man muss sagen, leider oftmals Leute drauf sitzen, die sich dann da minutenlang ein Brot reinziehen oder mit der Freundin reden oder einen Kaffee trinken oder sonst irgendwas tun. Ich glaube, dieses Bild hat mich ungefähr, ja, ich würde sagen, eine Stunde gekostet. Mir persönlich war es das auch wert, weil ich einfach diese ja, die Linien und auch diese ganze Optik sehr interessant fand. Wie gesagt, hat eine Stunde gedauert, weil es einfach so war, dass Leute immer wieder kamen und gingen. Und sobald sich dann jemand auf die Bank gesetzt hat, war das Bild für mich auch nicht mehr so, wie ich es haben wollte. Ich habe dann auch ein paar Versuche gemacht mit Langzeitbelichtungen. Das heißt, um die Personen dann im Bild verschwinden zu lassen, habe ich dann oftmals Zeiten aufgerufen, die über ein paar Minuten gelegen haben. Natürlich die Personen, die sich direkt auf die Bank vor mich gesetzt haben, sind natürlich dann statisch geblieben. Aber Personen, die hinten rausgelaufen sind, weil die sind Rolltreppen bei diesen Anzeigen. Hier sieht man den, ich kann nicht mal reinzoomen, genau.
Da sieht man die Rolltreppe, da kommen die Leute raus, bewegen sich dann innerhalb dieses Raumes, setzen sich hin, bewegen sich, die sind aber aufgrund dieser langen Belichtung verschwunden. Aber die Personen, die statisch auf der Bank gesessen haben, nicht. Aber in dem Falle habe ich es hinbekommen, dass sich keiner auf der Bank niedergelassen hat und sich nur in diesem oberen Bereich bewegt hat. Deswegen gerade so mit ja, menschenleere Fotos, wie ich gleich auch ein paar noch zeigen werde, das ist der Effekt, dass ich da mit Langzeitbelichtung gearbeitet habe. Das heißt, Bewegungen von Menschen oder von Elementen, von Autos oder Wolken teilweise auch, wenn verfremdet. Menschen zum Beispiel verschwinden durch ihre Bewegung. Und das finde ich gerade in der ja, Architektur, Landschaftsfotografie sehr interessant, wenn man oftmals Plätze zeigt, die man, ja, die man vielleicht kennt. Vielleicht sogar auch ein Das Beispiel hier aus Paris zum Beispiel, beim Louvre. Da laufen jede Menge Leute rum, aber mit einer Belichtung wie hier zum Beispiel von, das waren glaube ich 7 Minuten oder sowas, sind die Leute verschwunden. Und ich sag mal, an dieser Ecke ist immer was los. Ihr habt keine Chance, da drauf zu halten und da ist irgendjemand immer, der läuft da rum oder keine Ahnung was, Straßenreinigung. Und mit Langzeitbelichtung bekomme ich diese Bilder einfach so hin. Und wenn du das jetzt so machst, wie auch jetzt gerade der Bahnhof dort, die Halle, wo man also keine Leute sieht, du arbeitest mit Langzeitbelichtung und auch über mehrere Minuten, dann gehe ich ja davon aus, ist das nicht eine normale Blende, die du benutzt hast und entsprechend niedriger ISO-Wert, sondern du wirst wahrscheinlich mit einem Neutral-Grau-Filter gearbeitet haben. Ist das richtig? Ja, ganz genau, Oliver. Also von der Blendenstufe kannst du eigentlich ganz normal arbeiten. Das heißt, so mein angesprochener Blendenbereich 8 bis 11, den ich vorgeschlagen habe, habe ich grob auch da eingestellt. Dazu kommt dann halt dieser Graufilter, der die Zeit quasi künstlich verlängert. Natürlich muss ich vorher wissen, was für eine Zeit möchte ich überhaupt hier fahren und einstellen, um diesen Effekt hinzubekommen. Das heißt, zum Beispiel, es gibt ja verschiedenste Graufilter. Der eine verlängert die Zeit um das Doppelte nur, der eine um 64-fach, der andere um 1000. Ich habe auch einen 10.000-fach Filter, das heißt, eine Zeit von zum Beispiel einem Hundertstel. Daraus werden dann hochgerechnet, Moment, Hundertstel, ja, 100 Sekunden. Ja, das heißt, die 10.000 geteilt durch 100 sind 100. Heißt, 100 Sekunden ist meine Belichtung. Und mit 100 Sekunden Belichtung kann man schon sehr, sehr viel verschwinden lassen oder verfremden. Das sieht man auch ganz gut bei diesem Foto hier. Dieses Foto ist ein Teil der Brücke oberhalb des Bahnhofes. Das sind ja, die Tragseile dieser Brücke. Beziehungsweise so ein Element, was hier oben drüber gespannt ist. Da sieht man natürlich ganz gut die Wolken, die hier gezogen sind und aufgrund der langen Belichtung ja diesen leichten Wischeffekt ja, zeigen. Aber auch da kamen mir die 12 mm des Objektivs wieder sehr gelegen. Ich glaube, fast auf dem Boden mit der Kamera gelegen und habe senkrecht nach oben fotografiert. Und ja, in dem Falle war ich wirklich auch froh, dass ich so viel mit draufnehmen konnte und mit 12 mm zur Verfügung standen. Weil wenn ich da wieder überlege, meine 16, 17 mm, die ich vorher am Start hatte als Weitwinkelobjektiv, die wären dann wahrscheinlich relativ nah gewesen. Also von daher auch da wieder die 12 mm waren mir sehr willkommen und ich habe meine Fotos heute Morgen auch nochmal geschaut. Ich würde behaupten, 80% der Fotos habe ich mit 12 mm auch geschossen. Obwohl ich da erst ein bisschen skeptisch war und dachte, 12 mm, ja, das ist sehr kurz, braucht man eigentlich nicht, probier es aus. Aber 12 mm, man wird so ein bisschen süchtig danach, finde ich. Ich muss es mal ausprobieren, ja. Ja, mach es ruhig mal. Also ich denke auch, wir sprechen jetzt die ganze Zeit zwar auch von einem Objektiv, was in der Architektur oder Landschaft eingesetzt wird. Ich kann mir auch vorstellen, Oliver, dass speziell im Sport oder auch im People-Bereich dieses Objektiv nochmal Sinn machen würde. Weil ich denke, du kennst vielleicht auch die Fotos oder ihr kennt vielleicht die Fotos von BMXern, von Skatern oder von Skifahrern. Wenn die mit extrem starkem Weitwinkel aufgenommen werden, das kann einfach super cool aussehen. Wenn so ein BMXer über dich drüber fliegt als Fotograf und du fotografierst dann mit 12 mm, das gibt einfach einen coolen Look. Ich werde es auch mal ausprobieren demnächst. Ich habe mir schon ein Shooting klar gemacht mit dem BMXer und werde mit dem mal in der Halfpipe und in dem Gelände, wo er sich aufhält, einige Fotos machen. Aber ich freue mich schon sehr drauf, weil es einfach auch mal nochmal einen Look gibt, der nicht so alltäglich ist. Es ist ja auch das als Fotograf, wo man sagt, ich möchte meine Kunden oder meine
Ja, die Leute, die halt mich verfolgen auf Facebook oder wo auch immer, mit einem anderen Look, mit einem anderen Stil einfach nochmal ein bisschen überraschen. Und ich glaube, so ein Objektiv, ja, es gibt einfach nochmal eine andere Freiheit, ein anderes kreatives Arbeiten. Man muss natürlich auch mit so einem Objektiv arbeiten wollen. Also ich finde, wenn man sagt, ich überlege mir mal ein Projekt und ja, macht mal auch so einen Nachmittag oder einen Vormittag mit so einem kompletten Objektiv mal ein Shooting. Da kommen einfach coole Sachen bei raus. So, wir wollen natürlich noch ein bisschen was gucken. Ausschließlich. Ja, mal wieder den Bereich, das ist übrigens die Ebene, in der wir uns eben aufgehalten haben. Das heißt, hier hinter uns auf der linken Seite ist dieser Wartebereich mit den Bänken. Hier auf der rechten Seite ist der Parkstreifen und das Parkhaus, das wir eben von oben gesehen haben. Also wir sind jetzt quasi eine Etage oberhalb der Gleise, die man hier unten sieht. Ich fand diese Perspektive oder diese, ja, die Lichtstimmung sehr interessant hier. Ich habe da relativ früh morgens auch schon angefangen, wie man hier an den langen Schatten und am Sonnenstand hier oben auch sieht. Das heißt, wir haben hier so ein, ja, eine leichte Gegen oder haben hier eine Gegenlichtsituation, die ich aufgegriffen habe. Das wäre übrigens auch eine Empfehlung, wenn ihr Architektur fotografiert oder insgesamt Landschaft oder draußen fotografiert. Geht zu Zeiten fotografieren, wenn die meisten Leute optimalerweise noch im Bett liegen oder schlafen, das heißt morgens, dann habt ihr einfach ein Licht, was ja schöne Schatten bringt, beziehungsweise einfach viel spannender ist, als zu sagen, ich gehe mittags oder frühen Nachmittag fotografieren. Das ist ein anderer Look. Ihr werdet auch sehen, dass speziell ja an diesem Bahnhof, wie ich finde, die Zeiten eigentlich sehr variabel sind, wie man fotografieren kann. Das heißt, oder auch die, soll ich sagen, dass das Wetter ist vor allem sehr variabel. Ich habe jetzt hier ein Foto, ich war 2 Tage da. Habe jetzt hier ein Foto, wo die Sonne scheint. Dieses Foto, was ich eben schon mal aufgerufen habe, ist einen Tag vorher entstanden. Das heißt, hier war ein grauer, bedeckter Himmel. Also eigentlich eine Wetterlage, wo die meisten wahrscheinlich sagen werden, da gehe ich nicht fotografieren, das ist mir zu trist, zu düster, zu kontrastarm. Aber ich finde gerade dieses Kontrastarme, dieses ja, fast schon Flaue, macht das Foto wieder interessant, weil komplett die Schatten und die Strukturen auf dem Boden fehlen. Andererseits, zum Beispiel dieses Foto, was ich eben schon mal gezeigt habe, da sieht man, das war am zweiten Tage, da habe ich anderes Wetter gehabt mit Sonne, da sieht man wunderbar die Strukturen hier auf dem Boden. Also beide Versionen, finde ich, funktionieren bei diesem Bahnhof. Und das Schöne ist dabei, auch wenn es draußen regnen sollte, gut, kein Problem, dann gehe ich halt irgendwo indoor in meine Location, in den Bahnhof und kann da trotzdem fotografieren. Also ich finde, der Weg an diesem Bahnhof, der macht fast zu allen Wetterlagen Sinn. Jetzt warte ich nur noch auf ein Glamour-Shooting, Fashion-Shooting von dir an diesem Bahnhof. Ich bin sehr gespannt. Oliver, was du gerade ansprichst, ist auf jeden Fall in Planung. Es wird auch, denke ich, die nächsten 2 Wochen stattfinden. Aber genau das, was du ansprichst, also das Thema dieser Bahnhof, dieser Minimalismus, hat mir sehr gut gefallen. Und ich denke, du oder vielleicht andere kennen auch meine Fotos, dieses Reduzierte, dieses Einfache, was ich oftmals in meinen Bildern versuche zu zeigen. Finde ich an diesem Bahnhof und das Ding kommt für mich wie gelegen und das Tolle ist, dass man da recht pflegefrei und einfach fotografieren kann, ohne große Genehmigung. Deswegen, ich werde da in 2 Wochen was machen. Das steht bei mir schon auf der Liste und ich freue mich da schon sehr, sehr drauf. Sag Bescheid, wenn es durch ist. Ich will's sehen. Ja, gerne, Oliver. Ja, ich möchte noch ein bisschen was zeigen, auch hier wieder. Der erste Tag meines Aufenthalts in Lüttich. Auch da war das Wetter eher ein bisschen bescheiden. Aber ich finde, auch ohne Kontraste, ja, hat es auch ein cooles Foto gebracht. Hier ist eine Rolltreppe, die wieder auf die Bahnhofsebene führt. Von recht weit unten fotografiert. Vielleicht so, wie ja, vielleicht viele nicht fotografieren würden, von unten nach oben wegen stürzenden Linien. Aber wenn man sich das Bild anschaut, ich glaube, es wäre fast unmöglich gewesen, dieses Foto absolut gerade auszurichten, weil die Decke, die läuft ja auch nicht absolut gerade, ist eine gebogene Decke. Also ich glaube, weder von aus Augenhöhe fotografiert, also geradeaus fotografiert, das Foto wäre nicht gerader geworden. Und ich finde gerade die Linien, die wieder zusammenlaufen. Das heißt, wir haben hier eine Diagonale, die von links unten nach in Richtung Bildmitte laufen und hier von links oben wieder in die Bildmitte rein. Dieses Wirrwarr, was aber zusammen dann ein Foto gibt, was mit den Strukturen und den Linien
ja, irgendwo so ein Gesamtpaket zeigt. Also ich finde das Foto sehr interessant, weil ja die Strukturen für mich optisch und die Linien zusammen funktionieren. Oder hier zum Beispiel, also diese Treppen, muss ich sagen, die haben es mir wirklich sehr angetan, weil die auch da wieder, du hast eben angesprochen, Oliver, mit der Bildmitte. Auch da hier in der Mitte ist der Ausgang oder das Ende dieses Korridors, sage ich mal, dazu dieser Rolltreppe. Für mich käme das nur in Frage, in die Mitte zu legen. Also hier genau in der Mitte, da ist Ende. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht noch groß anders gelegt hätte. Bei dem Bild gut, eventuell vielleicht nach hier oben, aber ja, ich glaube, dieser Mittelpunkt macht es für mich am stärksten und irgendwie auch am ruhigsten, weil ich sage es nochmal, dieses Projekt, was ich da fotografiere, wird komplett im Quadrat fotografiert. Das heißt, beide Seiten sind gleich lang, 1:1. Und da versuche ich auch mal maximal, ja, wenn es optisch Sinn macht, in die Mitte zu legen mit einem zentralen Punkt. Oder auch hier wieder sowas wie mit der Decke, wo ich angesprochen habe, dass die Deckenstrukturen einfach ja unterschiedlich sind und dieses ja minimalistisch mir wiedergeben. Übrigens von der Rolltreppe unten ist das ausfotografiert, das heißt, da sieht man die Decke. Genau, das ist ein Teil davon. Ja, zwar in eine andere Richtung, aber das ist die Decke, wo oben die Bahnsteige zu finden sind. Dann gibt es doch ein Foto, genau das hier. Ich glaube, für dieses Foto bin ich circa, keine Ahnung, 15 Mal mit dieser Rolltreppe gefahren. Was, ja, genau. Was auffällt bei diesem Foto hier, die Rolltreppe an sich liegt im Schärfebereich. Also es ist keine Bewegungsunschärfe wie hier außen. Jetzt fragt der Oliver sich wahrscheinlich, wie hast du denn das gemacht? Wie hast du das hinbekommen? Ja, mit den 15 Mal Rolltreppe fahren hat es funktioniert in Verbindung mit einer langen bzw. sehr langen Belichtung. Ich bin da unten auf die Rolltreppe ja, eingestiegen oder habe mich da drauf gestellt und habe meinen Verschluss auf 30 Sekunden gestellt. Bin dann mit der Rolltreppe nach oben gefahren. Das heißt, die Rolltreppe und meine Person wurden statisch nach oben befördert. Aber der Rand, den man hier sieht, ist natürlich verwischt. Der ist an mir vorbeigelaufen. Der ist dadurch weich gezeichnet worden. Ich fand diesen Effekt einfach sehr, sehr cool und interessant. Und deswegen war es mir auch wert, da 15 Mal die Rolltreppe rauf und runter zu fahren und mich vielleicht für die Belgier ein bisschen zum Affen zu machen. Ich stell mir vor, wie Sie nach dem 12., 13. Mal wahrscheinlich durchgerufen haben, dass der kleine Sascha jetzt bitte ins Bälleparadies kommen soll. Ich glaube, die haben da alle Spaß gehabt, weil unterhalb dieser Rolltreppe, da saßen jede Menge Leute, die auf den Zug gewartet haben. Ich bin also einmal raufgefahren und hinten wieder runtergefahren. Das heißt, also ich glaube, das Prozedere hat insgesamt, keine Ahnung, eine halbe Stunde gedauert, weil ich habe auch mal Bilder gecheckt und so. Also ich glaube, die haben mich ganz bewusst da rauf und runterfahren lassen, weil die einfach Spaß hatten an den Sachen, die ich da gemacht habe. Dieses Foto ist ähnlich aufgebaut wie das Foto, was ich eben gezeigt habe, nur genau andersrum. Das heißt, ihr seht die Rolltreppe. Ich zoome mal rein. Genau. Die jetzt sehr weich gezeichnet ist, die ist sehr, ja, die ist sehr verwischt, weil ich da genauso gearbeitet habe wie bei diesem Bild. Das heißt, ich habe eine längere Belichtungszeit aufgerufen. Man sieht hier hinten auch der Bahnsteig und die Decke und der Rest ist scharf und diese Rolltreppe, hier vorne sieht man die Kante ganz gut, die sehr unscharf ist, ist aufgrund dieser langen Belichtungszeit weich gezeichnet worden. Aber ich finde insgesamt auch ein sehr interessantes Foto, auch aufgrund der Brennweite wieder, die mir das Objektiv liefert. 12 mm, ja, man hat ja oftmals diesen Effekt, dass Dinge, die außen am Rand entstehen, wirken oftmals ja ganz anders, wie das Auge das sieht. Also ich fand das insgesamt mit der Linienführung wieder, die Rolltreppe, dieser Handlauf, aber auch diese Träger und die Linien der Decke insgesamt ein Foto, was auch wieder in die Mitte führt, zu Bahnsteig. Mir fällt jetzt auf, ja, der Bahnsteig ist jetzt nicht ganz so mittig, wobei ich glaube, ich kann da jetzt fast nichts für, weil ich genau in der Mitte des Bahnsteiges oder die Rolltreppe ist vielleicht ein bisschen außermittig gesetzt. Also optimalerweise hätte ich gesagt, würde diese Rolltreppe genau in der Mitte in der Flucht des Bahnhofs laufen. Tut sie aber nicht. Also von daher genau
kann ich gerade in dem Moment nichts dafür. Aber ich hätte als Architekt die Treppe genau mittig der Bahnsteige positioniert. Da sieht man ja auch ein bisschen, diese Anzeigetafeln sind ein bisschen verschoben. Aber das hätte ich mir vorstellen können, wenn man es verändern hätte können vor Ort, was aber nicht ging, hätte man das genau in die Mitte noch ausrichten können. Aber ihr seht auch vielleicht schon mal nochmal mit der Schärfe. Ich hoffe, es kommt hier so bei dem Webinar rüber. Ich weiß nicht, wie die Komprimierung genau funktioniert mit dem Video und der Übertragung und dem Streaming. Aber die Schärfe allein in diesem Bild. Ich bin jetzt hier auf 100% reingezoomt. Also finde ich schon wirklich granatenscharf. Die Strukturen kommen einfach super rüber, auch hier in dem Bereich. Ich habe ja eben gesagt, so 8 bis 11 war ungefähr mein Blendenbereich. Hier ist es sehr scharf im Geländerbereich, was ja sehr nah an der Kamera ist, aber auch hier oben der Deckenbereich, der eine ganze Ecke weiter weg ist, der ist auch super scharf. Ja, also sieht man ganz gut, wie das Objektiv wirklich arbeitet. Auch hier die Uhr kann man gut lesen, 8:30. Ihr seht, ich war sehr viel unterwegs, schön Fotografen. Richtig. Also unmenschlich quasi, ja. Genau, was ich an dieser Stelle vielleicht mal noch schnell einwerfen möchte, ist, sollte hier unter den Webinar-Teilnehmern jemand dabei sein, der der eine recht langsame Internetleitung hat, dann kann das vielleicht sein, dass derjenige jetzt, wenn Sascha so in dem Bild hin und her springt, dass es etwas dauert, bis es scharf angezeigt wird, dann ist das aber trotzdem kein Thema. Hinterher einfach in unsere Webinar-Aufzeichnungen schauen. Dort wird man das dann 1:1 sehen, dadurch, dass da mit einer recht hohen Bandbreite dieses Recording, diese Aufzeichnung gemacht wurde. Und da sieht man dann sehr, sehr gut ja, die Schärfe, die die Bilder haben. Dann haben wir unten noch was an der eigentlichen an den Gleisen, also das heißt, wo die Züge ein- und ausfahren. Das fand ich auch ein ja, interessanter Aspekt, dass man da mit den Zeiten und mit dem Wischer, sei es in dem Falle die Züge oder auch mit Personen, die sich bewegen, eigentlich sehr schön arbeiten kann. Hier unten sieht man übrigens diese Decke, die wir eben auf den Fotos gesehen haben, bei den vorigen Fotos. Das heißt, Moment, genau, diese Decke hier ist das hier von der anderen Seite gesehen. Das heißt, hier, das ist das Erdgeschoss sozusagen, das ist die erste Etage. Aber in dem Falle habe ich mich an den Bahnsteigen aufgehalten und habe dann diese Bewegung, diesen leichten Wischer der Züge mit eingefangen. Das ja, fand ich einen coolen Effekt. Also einfach auch nochmal da den Hintergrund, der eigentlich oftmals nicht ganz so ruhig aussieht, wie hier zum Beispiel. Also es ist quasi das gleiche Foto. So, quasi das gleiche Foto, ohne diese beiden Züge. Aber ihr seht, wenn man mit Elementen, die man eventuell davor setzen kann oder davor gesetzt bekommt, kann man wunderbar in dem Falle den Hintergrund ausblenden. Und ich finde, so ein Foto wirkt dann ja nochmal ruhiger und anders als so ein Foto, was ja dann in dem Bereich hier sehr ja, wie er rüberkommt. Also ich mag dieses Ruhige, was ich mir jetzt hier gewünscht hätte. Hier fehlt ein bisschen vom Zug auf der einen Seite hier. Da hatte ich mir gewünscht, dass man eventuell da ja, ein bisschen länger einen Zug gehabt hätte oder wie auch immer, aber der hier ist in die andere Richtung gefahren und der ist aus dem Bahnhof nach in meine Richtung gefahren. Also in dem Falle wäre es natürlich cool gewesen, beide wären optisch ja, von der Länge her bis zum Horizont gelaufen. Aber insgesamt finde ich das Foto auch sehr cool, weil die Linienführung auch wieder, hier unten die Struktur mit diesen Fugen und hier oben die Strukturen von der Deckenkonstruktion in Verbindung mit den beiden Zügen gibt einfach auch da wieder, wie ich eben schon mal angesprochen habe, einen Mittelpunkt oder alles läuft wieder in diesen Mittelpunkt rein von den Strukturen der Decke und Boden, aber auch die Züge, die ja optisch so einen Mittelpunkt wiederbringen. Das ist wieder dieser Bereich, den ich eben angesprochen habe, dieser Wartebereich. Da habe ich die Bänke einfach mal nicht mit drauf genommen, weil da in dem Falle sehr viel los war und es einfach unmöglich war, da eine Aufnahme hinzubekommen, die menschenleer war. Habe ich mich quasi zwischen die Bänke gestellt und habe dann da fotografiert, das sind diese Anzeigetafeln wieder, die wir eben gesehen haben. Und hier auch wieder gut zu erkennen, bei Sonne mit den Strukturen auf dem Boden. Das heißt, was wir oben an Kacheln, an den Decken finden, finden wir jetzt hier mit einer Schattenbildung auf dem Boden. Also auch da wieder kontrastreiches Foto. Aber hier sieht man es auch ganz gut. Das ist jetzt, also von hier habe ich aufgenommen
und habe in dem bei dem Foto vorher hier aufgenommen und nach rechts fotografiert, Bänke außen vor gelassen, aber ihr seht von den Lichtverhältnissen her, funktioniert eigentlich beides ganz schön und ganz gut. Ich kann ja gerade mal die beiden Fotos nochmal zusammenlegen und zeigen, wie es aussieht bei der Bewölkung. Das heißt, am ersten Tage und am zweiten Tag mit einer starken Sonneneinstrahlung, mit den Kontrasten und mit den Elementen einfach auf dem Boden. Ja, auch außerhalb des Bahnhofs, also nicht speziell in dem Innenraum, kann man auch sehr cool fotografieren. Dieses Element fand ich sehr interessant, das so ein Unterstand, beziehungsweise das Ende des Bahnhofs auch, also ein Stückchen weiter hinter mir, da ist dieser Bahnhofsplatz oder dieser Bereich einfach beendet. Also ich bin also ganz bis zum Ende gelaufen und habe dann auch da wieder auf Züge gewartet. Witzigerweise kann dann auch ein ICE auf der rechten Seite zu sehen. Ist natürlich auch nicht gerade mal so gemacht, weil es fahren zwar täglich da 500 Züge ein und aus, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann gerade, wenn ein Fotograf da ein Bild machen möchte, links und rechts diese beiden Züge vorbeikommen, ist dann relativ gering. Also ich glaube, ich habe hier bestimmt ja, auch eine halbe, dreiviertel Stunde eher, vielleicht sogar noch ein bisschen länger gewartet, weil ich fand es einfach interessant. Ich habe da erst ein paar Probefotos geschossen, mit einem Zug, der auf der einen Seite vorbeigefahren ist und das sah schon cool aus, aber die andere Seite war dann halt immer noch offen. Man sah dann hier eine Mauer und Häuser und ja, einfach das Gleisbett und eine ganz andere Unruhe im Bild, als wenn rechts ein Zug vorbeifährt. Deswegen habe ich in dem Falle dann auf eine Situation gewartet, wo dann links und rechts die Züge eingefahren sind. Hat lange gedauert, aber ich finde, das Foto, ja, war es einfach wert. Von daher, sich in dem Bahnhof aufzuhalten oder einfach auch mal ein bisschen zu verstehen, wie insgesamt so dieser Verkehr da funktioniert, fand ich sehr interessant. Allein die Menge zu sehen, der Züge, wie die da einfahren, wie lange die halten und wie viele Gleise da gibt, wie alles koordiniert wird, fand ich sehr interessant. Aber auch dann zu spielen mit diesen Wischeffekten, das finde ich einfach Fotografie und das macht so ein Foto einfach nochmal besonders und irgendwie doch wieder ein bisschen anders. Was für Belichtungszeiten hast du dann hier ungefähr gehabt und hast du so ein Foto hier dann ebenfalls mit einem Neutral-Grau-Filter geschossen? Ja, also die Zeit bei diesem Foto wird natürlich nicht so lange gewesen sein wie bei dem Foto zum Beispiel. Also hier sprechen wir von bestimmt 1,5 bis fast 2 Minuten. Hätte ich die Belichtungszeit bei diesem Foto auch auf 1,5 bis 2 Minuten eingestellt, dann würde man von den Zügen nichts mehr sehen. Das heißt, ich muss dann da mir eine Zeit überlegen und einstellen, damit mit der Zug im Bild ist und einen gewissen Wischeffekt zeigt. Das heißt, grobe Richtung wird ungefähr so sein, ein Zehntel oder ein Fünftel oder eine halbe Sekunde, aber auf keinen Fall 10 oder 20 Sekunden, weil dann wäre der Zug weg gewesen. Also ich muss dann eine Zeit finden, die einfach so ein Element verwischt zeigt. Das sind auch so Dinge, die ich mir vorher ausprobiert habe. Deswegen sage ich, ich habe dann eine relativ lange Zeit ausgeharrt und dann auch zu wissen genau, okay, wenn jetzt die Situation da ist, dass zwei Züge kommen, dann brauche ich sag mal, eine Fünftel, damit der Wischeffekt so rüberkommt, dass ich den Zug noch schemenhaft erkenne, aber dass er nicht zu statisch ist, dass er aber auch nicht zu verwischt ist. Ja. Okay. Aber auch hier natürlich ganz wichtig wieder, dass ich vom Stativ arbeite, weil ich behaupte, niemand kann eine Fünftel oder eine halbe Sekunde aus der Hand halten. Das heißt, man kann es natürlich aus der Hand halten, aber dann wären Bereiche wie der Boden zum Beispiel, der jetzt hier super scharf ist oder hier mein Element hier, dieser Unterstand hier, wäre natürlich auch verwackelt. Das heißt, das wäre dann ein komplett verwackeltes Bild. So in dem Falle habe ich nur den Zug, der den Wischer im Bild zeigt, aber der Rest ist dann komplett scharf. Also auch da wieder nochmal, ich unterstreiche Empfehlung, Architektur, Landschaft, aber auch bei solchen Experimenten einfach mit dem Stativ zu arbeiten. In Verbindung mit dem Kabelauslöser beziehungsweise mit der Vorauslösung, um dann vorher den Spiegel schon mal hochzuklappen und dann nur noch fürs Foto den Verschluss auszulösen, damit dann die Elemente im Bild wirklich auch scharf bleiben. Weil so eine kleine Erschütterung, gerade bei diesen Zeiten, ja, ist halt die absolute Schärfe im Objektiv wirklich weg. Ja, und hier sieht man wirklich, das ist alles gestochen scharf hier, die Strukturen, ja, Oberleitungen, also das ist schon, ja, komplett scharf. Gut, dann habe ich auch noch ein paar Aufnahmen gemacht von Details. Das heißt,
Wie gesagt, diese Rolltreppen und diese Strukturen haben mich da sehr begeistert. Da ging es mir darum, einfach diese Linien ja, nochmal aufzugreifen. Wobei da, Oliver, haben wir jetzt ein Bild, was nicht so in die Mitte läuft. Stimmt. Der Mittelpunkt wäre hier, da ist jetzt kein Blickpunkt, sondern nach hier läuft alles. In dem Bereich ist jetzt alles angesetzt. Das ist, glaube ich, eines der wirklich wenigen Fotos für mich persönlich, wo ich im Quadrat fotografiere und sage, da läuft es nicht in die Mitte. Aber ich fand insgesamt die Linienführung wieder von den Rolltreppen, die man jetzt hier sieht, auch da wieder vom Stativ gearbeitet, mit einer etwas längeren Brennweite. In dem Falle war das, das war jetzt nicht das 12-24, sondern es war das 50er, um da ja einfach relativ nah in die Strukturen rein zu zoomen auch. Aber auch da, wie gesagt, mit dem Stativ, ihr habt ja die Schärfe wieder gesehen. Ja, alles ist hier scharf, außer der Rolltreppe, die jetzt wieder verwischt hier, weil eine Langzeitbelichtung eingestellt wurde. Ich wollte einfach diese Stufen, diese Strukturen in dem Falle nicht haben, sondern ein ganz gleichmäßiges, homogenes Bild. Man sieht jetzt hier die Rolltreppen, die einzelnen Stufen nicht mehr, sondern aufgrund der langen Belichtung. Ich schätze, das werden so 10 Sekunden gewesen sein. Für einen Siegerländer quasi einen Wimpernschlag. Ja, ganz genau, ja. Also auch da wieder, um Elemente etwas zu verfremden, mit der langen Belichtungszeit gearbeitet. Ja, das Foto haben wir schon aufgerufen gehabt, Oliver? Nee, noch nicht. Ich glaube nicht, ne? Genau. Das ist auch wieder ein Foto, wie ihr seht, zu einer unmenschlichen Zeit, 8:45 in Belgien. Der Fotograf extrem früh aufgestanden. Nein, aber auch da, ihr seht wieder, die Sonne steht da und gibt mir eigentlich sehr interessante Schatten. Darum geht es einfach, speziell, wenn ihr morgens und abends fotografiert, dass ihr mit langen Schatten arbeitet, die so ein Bild auch wieder besonders machen. Weil ich finde, Fotografie ist in gewisser Weise Licht und Schatten. Wir haben zwar eben diese diffusen Fotos gesehen, wo es sehr kontrastarm und schattenfrei war, aber ich finde speziell diese langgezogenen Schatten, die Strukturen werden nochmal anders ja, abgebildet. Die geben einfach was her. Auch da nochmal kurz ins Bild reinzoomen. So. Einfach zu zeigen, mit einer großen Blende auch gearbeitet. Ihr seht vom Schärfebereich. Ja, ihr seht, hier vorne der Vordergrund ist wirklich sehr strukturiert und sehr scharf. Die Uhr und die Anzeigeelemente, aber auch hinten. Also das Bild ist komplett von vorne bis hinten scharf, weil ich da mit einer sehr großen Blendenöffnung, also sprich ja, ich schätze, es war bestimmt 11, eher 13 gearbeitet habe, Okay. mit einer sehr kurzen Brennweite auch wieder. Ist übrigens auch mit 12 mm wieder aufgenommen. Also ich sag's halt nochmal, 12 mm haben mich so ein bisschen süchtig gemacht am Anfang. Ja, wie gesagt, mein Gedanke, ja, 12 mm ist eigentlich sehr kurz und das brauchen wir wahrscheinlich nicht, aber ja, einfach diese Ergiebigkeit, dieser andere Blickwinkel macht es für mich interessant und von daher, ich glaube, ich werde weiterhin mit 12 mm sehr oft arbeiten wollen, auch speziell, wenn ihr in Innenräumen arbeitet. Da macht es natürlich nochmal viel mehr Sinn zu sagen, ich habe eine ganz kurze Brennweite am Start, weil ich denke, ihr wisst, wie es ist. Wenn ihr Innenaufnahmen macht, dann kommt man sehr schnell an eine Grenze. Man will auch lieber ein bisschen mehr mit aufnehmen. Da fehlt vielleicht noch ein Teil von einem Schrank oder von der Einrichtung oder so. Aber mit 12 mm würde ich sagen, ist man fast wunschlos glücklich, weil es einfach einen extrem großen Bereich zeigt in Verbindung mit einer extrem guten Verzeichnung auch. Und diese Vignettierung am Rand, die man jetzt bei diesem Foto sieht, habe ich noch ein bisschen extra mit eingepflegt. Also die ist noch ein bisschen verstärkt worden, weil ich einfach diese Randabdunklung hinbekommen wollte oder haben wollte, künstlich, um diesen Bildmittelpunkt noch etwas ja, nach vorne zu bringen. Jetzt sind deine Bilder alle schwarz-weiß, die wir hier gesehen haben, was mir sehr gut gefällt. Das möchte ich nur noch dazu erwähnen. Eine Dankeschön. Frage, die ich allerdings habe, du hast gerade eben erwähnt, dass du das Bild hier beispielsweise mit einer Blende, was 11 oder 13 Ja. fotografiert hast. Wie sieht denn die Variante davon aus, wie stark kommt bei so einer geschlossenen Blende die chromatische Aberration rüber? Also für alle, die jetzt nicht mit dem Begriff nichts anfangen können, eben einfach so diese grünen und magenta farbigen Farbsäume, die man dann um harte Kanten rum hat. Also was du ansprichst, ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade für ein Weitwinkelobjektiv auch.
Speziell bei dem 12-24 muss ich sagen, ich würde fast sagen, diesen Fehlerpunkt, den gibt es da eigentlich so gut wie gar nicht. Also es ist wirklich so minimal. Früher habe ich das oftmals, wenn ich in Farbe fotografiert habe für Kunden, das immer rausgerechnet und immer geschaut, ja, hast du genau das Profil von dem Objektiv, um hinter dem Photoshop dann da diesen Fehler rauszubekommen. Aber bei dem 12-24 Alt-Objektiv, also zwischen Grundlage und rausrechnen gibt es eigentlich kaum Unterschied, weil da gibt es eigentlich fast nichts rauszurechnen. Okay, Also das ist wirklich zu vernachlässigen. Das hat mich wirklich auch dabei gewundert, dass das Objektiv auf diesen verschiedensten Ebenen so viel besser geworden ist. Man muss ja auch dazu sagen, speziell das 1224 ist das Nachfolgemodell von dem ersteren, was vorher auf dem Markt war, das ist das 4 bis 5,6. Das heißt, auch da wurde nochmal eine Blende nochmal, oder 4,5 bis 5,6, glaube ich, sogar war es, wurde noch eine Blende durchgängig über die Brennweite verbessert. Das ist ja auch speziell für Personen, die mit dem vorhandenen Licht arbeiten wollen oder müssen, nochmal ganz wichtig zu sagen, ich kann jetzt noch kürzere Zeiten vielleicht aus der Hand fahren oder habe einfach noch mehr Licht, was ins Objektiv fallen kann. Also sprich, man muss sich gar nicht darum kümmern, dass man beispielsweise, wenn man schon vorher weiß, ich will Schwarz-Weiß-Aufnahmen machen, dass man die leichte Unschärfe, die eine chromatische Aberration dann ebenfalls mit sich bringen würde, über einen Farbfilter herauszufiltern. Das muss man gar nicht machen, weil einfach ja, schlichtweg nicht vorhanden. Ja, würde ich sagen. Also auch der Farbfotograf braucht sich da keine Sorgen zu machen, dass er hinterher da mit Filtern oder mit irgendwelchen Plugins arbeiten muss, um das Foto hinterher wieder zu reparieren, sage ich mal dazu. Also das kann man bei dem Objektiv wirklich ja, getrost vernachlässigen, weil es einfach von der Grundlage her schon eine sehr, sehr gute ist. Klingt gut. Ja, was haben wir noch zu zeigen und noch zu sagen, Oliver? Ich will gerade noch mal gucken hier meine Bilder. Ja, ist meine Rolltreppentour noch mal. Die habe ich auch, wie ihr seht, von morgens bis abends gemacht. Nein, die habe ich also speziell abends in gewisser Weise durchgeführt, weil ich einfach auch sehen wollte, wie die Beleuchtung dieses Bahnhofs abends war. Ich werde dann noch mal hinfahren, werde da komplett ein Nachtprojekt machen, weil meine Zeit auch nicht ganz ausgereicht hat, habe ich dann abends nicht mehr so lange fotografiert, aber auch nachts oder abends mit Beleuchtung ist dieser Bahnhof sehr interessant. Also ich würde noch mal so eine Night-Version vom Bahnhof machen wollen, aber das war jetzt nur so ein Versuch noch mal, wie das aussieht mit dem, ja, mit dem anderen Hintergrund einfach von der Tageszeit. Können wir mal schauen, was wir hier haben. Gut, die Decke haben wir ja auch schon einige Male angesprochen, die schöne Strukturen zeigt. Da kann man auch mal ins Detail vielleicht fotografieren. Also da wird es vielleicht auch Sinn machen, wenn jemand den Bahnhof besuchen möchte, dass er sagt, ich nehme mal vielleicht ein Teleobjektiv oder eine Normalbrennweite mit und ja, nehme einfach mal kleinere Bereiche vor. Man muss ja nicht immer alles komplett aufnehmen, wie es viele machen. Das Interessante liegt ja oftmals auch im Detail. Also ich finde die Ergiebigkeit von dieser Location, ja, die ist einfach sehr interessant und ja, das ist, glaube ich, so eins meiner Favoritfotos, meiner Lieblingsfotos, wenn ich ehrlich bin, das werde ich mir, glaube ich, zu Hause auch noch aufhängen, so in Serie auch. Kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel sowas ganz gut rüberkommt, so als Dreierkombination an der Wand. Aber einfach so insgesamt diese Schlichtheit in Verbindung mit den zarten Kontrasten auch. Also hat mich sehr interessiert und auch sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Sascha? Würde ich Oliver? sagen, Riesendank fürs Zeigen deiner Bilder. Was ich jetzt gerade eben gemacht habe, der eine oder andere wird es vielleicht gemerkt haben, ich habe die Frageoption freigeschaltet. Das heißt also, man kann jetzt eben in unsere Fragebox, das sieht man in diesem kleinen Control Panel, eine Frage eintippen, die wir dann eben entsprechend lesen und auch beantworten werden. Vorher habe ich allerdings noch eine Kleinigkeit zu zeigen. Das werde ich jetzt in wenigen Sekunden machen. Kleinen Momentchen. Dafür muss ich einmal umschalten. Ich hoffe, man kann meinen Monitor schon wieder sehen. Da sehen wir jetzt hier noch einmal die Schedule hätte ich fast gesagt, den Tagesablauf heute, also um 14:30 Uhr dann folgend das Webinar mit dem Jochen Kohl, Lichtführung mit Blitz einfach und verständlich. Noch kann man sich anmelden bis um 14:30 Uhr und ja, so eine Viertelstunde vorher wird die Anmeldefunktion dann ausgeschaltet sein.
Wenn man allerdings noch Fragen hat zu alles so, was man hier gesehen hat, speziell natürlich zu Farbmanagement, wir haben kostenlosen Support. Die Doppel-Null hier vorne ist kein Tippfehler, das ist eine Rufnummer, die ist von ganz Europa aus kostenlos erreichbar. 00800 700 800 70. Und wenn man im Ticketsystem lieber ein Ticket hinterlassen möchte, was natürlich besser ist, so kann man uns eben auch was zeigen, einfach über angefügte Fotos oder wir können was zeigen, dann über Links zu Videos beziehungsweise PDFs, die wir so schicken können und so weiter, ist unser Ticketsystem. Das findet man unter support.datacolor.com/ Submit-Ticket, kommt man direkt in das Ticket oder eben unter support.datacolor.com geht man hier über Support. Da haben wir den Kundensupport kontaktieren und über diesen Button kommt man dann direkt in unser Ticketformular. Nicht erschrecken, das ist zwar auf Englisch, aber Full Name, E-Mail, ich denke, das versteht noch jeder. Where are you located? Spätestens, wenn man in die Antworten schaut, weiß man, was wir da möchten. Das sind also ein paar sehr einfache Fragen, die eben klären, an was sitzen Sie denn da überhaupt? Hier, das ist die Frage, My Operating System is, und in dieser Liste sind dann einfach Dinge drin, eben wie, ja, ich habe Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder eben macOS 10 Punkt irgendwas. Das kurz einstellen, unten drunter in diese Box, wo man dann seine Frage stellen kann. Hier oben steht's, einfach auf Deutsch schreiben, die meisten unserer Techniker verstehen Deutsch. Ich übrigens auch. Wer sich noch weiter Webinare anschauen möchte, jetzt momentan ist es etwas ruhig bei uns auf der Seite. Jetzt hier dieses Webinar-Wochenende läutet so ein bisschen unsere Sommerpause ein, aber so spätestens Ende August geht es wieder los, dass wir da regelmäßig Webinare einstellen mit allen möglichen Themen. Einfach ein Screenshot hiervon machen, spider.datacolor.com/webinars. Unsere Webinare sind, so wie dieses und der Rest von heute auch, immer kostenfrei. Ja, das ist also noch einmal zum Erwähnen das nächste Webinar mit dem Jochen Kohl. Und ja, das ist eigentlich das, was ich damit sagen wollte. Wir haben einen 25% Rabatt für alle Teilnehmer von diesem Webinar. Dieser Rabattcode wird in der Nachfassmail oder Follow-up-E-Mail mitgeteilt. Heißt also, Sie werden morgen, spätestens über, nee, ja, morgen sollte die E-Mail rausgehen, einen 25% Rabattcode kriegen, der natürlich in unserem Webshop auf alle Produkte funktionieren wird.